Mein Handgelenk tut Die wieder weh. Necrons waren gerade sehr zuvorkommend. Die dachten sich, okay, unsere ganze Dynastie ist schon ausradiert. Beendet uns auch einfach. Elder. Blitzschläge können Equipment schrotten. Blitzerwärter helfen nur bedingt dabei. Elektronisch begabt und trust me, dass wenn drei Typen vom Blitzschutz vorhanden sind, können die immer noch den Stuff brutzeln. Ja, das ist wahr. Ah, oh, okay. Also das heißt, Maschinerie kann immer noch kaputt gehen, wenn ein Blitz einschlägt. Ja. Oh. Das Stromnetz ist halt wahrscheinlich sehr ungern, sehr stark überlastet. Bär. Blitze sind halt sehr, sehr viel Strom. So. Sitze jetzt hier und denke mir so, oh nein. Ich erinnere mich gerade zurück an all die Zeiten, wo es während einem Gewitter am Computer saß. Oh ja, ich saß gestern auch während des Gewitters am Computer. So. Ein paar Sachen wurden jetzt noch gemacht. So, Spire. Ach, Medusa. Gilliman. Medusa. Cambrios. Medusa. Von Medusa Richtung Caliban weiter, soweit es geht. Nächsten Zug erreichen wir dann den Ort für die Mission. Die Orks hier greifen in einem Zug an. In Caliban greifen die Eldari in drei Zügen an. In den Sentinel Worlds machen wir uns bald eine Chaos-Invasion mit den Schiffen hier abzufangen. Wir haben hier noch genug Platz für tatsächlich ein Escortschiff. Ah, wir haben sogar Escortschiffe. Ist die Debt Collector noch hier? Oder müssen wir die schon mal neu bauen? Ich glaube, die müssen wir schon mal neu bauen. Der Liste der Schiffe. Die Debt Collector existiert noch, okay. Aber wir haben genug Platz, um eine Cobra Widowmaker zu bauen. Oder zwei sogar. Weil wir wissen, dass ein nicht ausreicht, weil die Dinger sofort gesprengt werden. Immer auf Reserve. Immer auf Reserve. Blitze sind gut und gerne 300.000 Volt und 1000 Ampere an Stromstärke. Wenn die dürpen wollen, dann machen die das richtig. Aber sowas von. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich davon getroffen werde, ohne jeden Grund. So, genau. Wir kriegen eine Chaos-Invasion in einem Zug. Der kommt hoffentlich rechtzeitig nach Radar Bay an. Das heißt, wenn wir den Zug jetzt beenden, kriegen wir eine Chaos-Invasion und eine Ork-Invasion. Und sonst ist gerade nichts mehr los. Schnell speichern und bereit. Let's go. So, zuerst die Chaos-Invasion also. Welche Flotte haben wir stehen? Ich weiß es nicht mehr, welche Schiffe wir hier stehen hatten. Okay, Evolutionskosten, das ist mir ziemlich egal. Iron Warriors, unsere Death Guard. Okay. Oh. Ach genau, jetzt können wir sehen, welche Schiffe wir haben. Wir haben hier die Flotte auf der Basis von Fuck off vielen Nova-Kanonen und Jagdgeschwadern. Die Flotte ist das. Die Apokalypse, die Exorzist, Mars, 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 Luna. Da haben wir keinen Platz mehr für Escortschiffe. An der Stelle der Luna-Klasse könnten wir einen Haufen Firestorm-Fregatten mitbringen. Okay. Wir verfügen über 1, 2, 3, 4, 5 Nova-Kanonen. Ja. Warte. Richtig. Ja, 5 Nova-Kanonen und jedes einzelne Schiff verfügt über Hangaranlagen. Außer die Apokalypse. Also wir verfügen über 5 Nova-Kanonen,
und 5 Geschwader. Bei 5 Trägerschiffe, ebenso wie bei 4 Firestorm-Fregatten. Bestätigen, Schlacht. Man kann das überleben, das haben schon Menschen geschafft. Ja, ich wäre nicht überrascht, wenn das passieren würde, aber dann würde mich direkt der Zweite treffen. Bruder. Kurz bevor du getroffen wirst, einfach in die Luft springen, schaut da keinen Kontakt mit dem Boden. Das wird helfen. Ist immer noch beeindruckend, wie man sowas überleben kann. Aber ja, humans do human things. Ja. Es ist immer wieder beeindruckend, wie unglaublich resistent der menschliche Körper sein kann. Und dann liegt man einmal falsch im Bett und dann ist einfach wortwörtlich der Arm abgebrochen oder so ein Scheiß passiert. Ja. Biologie ist eine paradoxe Bitch. Du wolltest sagen, Luf? Ich weiß nicht mehr. Okay. Dann kann es also nicht so wichtig sein. Waren wahrscheinlich nuklearen Abschusscodes. Ja, irgendwie sowas in der Art. So, ich würde sagen, ich nehme die Flaggschiffe und die Escortschiffe. Und du kannst dann die ganzen Mars-Klassen nehmen, mit den 4 Nova-Kanonen, den... Yay, keine Verantwortung. Wo gehen wir überhaupt hin? Wir könnten uns hier voll im Nebel verkriechen, wie kleine Mädchen, die wir sind. Yes. So. Beide gehen auf... Ne, du gehst auf Aufschalten. Du gehst auf Das Nachladen. Riecht irgendwie ein bisschen nach Plasmasturm. Findest du? Ja. Aufschalten. Weil, wie hier hinten das Zeug geklustert ist. Es wäre schon echt lustig, wenn Chaos versucht, den Punkt einzunehmen, direkt in Plasmastunde gezündet werden und die einfach komplett sterben. Vor allem, wenn wir da im Nebel sind, können wir den Punkt sogar beschießen. Das heißt, wir sollten... Oder? Ja, wir gehen in den Nebel hier. Ja. Können den Punkt hier vielleicht nebenbei noch einnehmen. Okay, wir machen das... Wie machen wir das am besten? Welches Schiff lassen wir die Points einnehmen? Points. Okay, pass auf, ich mach das so. Und so. Dann gehen meine beiden Schiffe den Punkt da einnehmen und sie dann in den Nebel verkriechen. Du kannst dich direkt in den Nebel reinsetzen. Yay. Yeah. Bitte keine Plasmastürme. Bitte doch Plasmastürme, auf jeden Fall. Wenn Chaos diesen nicht Punkt hier einnimmt und weggesprengt wird, wäre es so schön. So. Ich halte nicht viel von den Triebwerken für Chaos. Die schickt uns auch schon Geschwader entgegen. Schon? Ja, da kommen ein paar unterwegs. Schick am besten einfach mal 2 abfangige Geschwader auf meine Flaggschiffe. We serve. Fury Interceptors in flight! So, haben die irgendwo isolierte Escort-Schiffe oder so? Deren Escort-Schiffe sind wahrscheinlich im Tarnkappen-Modus. Im Endeffekt sollten wir vielleicht ein bisschen sogar Schub geben. Okay. Damit sie die Nova-Kanonen in Position bringen können, um diesen Punkt hier hinten gleich sofort zu beschießen. Sobald sie versuchen, den einzunehmen. Oh, warte! Ich hab schon gemerkt. So, Gruppe 2. Gruppe 1. Engaging engines. Your orders? You have seized a strategic area. Coordinates acknowledged. Ship ready. We serve. Okay, sie beginnen sich da hinten in Position zu begeben. Und dann die Escortschiffe müssen ein Stück weiter nach vorne. Warte. Ship ready. So. Okay, dann. Sind alle schon drin oder ist nur eins drin? Die stehen recht schnell ein, dann schießt drauf. Your orders? The enemy has seized a strategic area. Wahrscheinlich war dementsprechend was relativ Großes da drin. Das soll aufhören zu existieren. We wait your command. Da ist irgendwas gebrochen. Ja, da musste jemand seine Moral rekonstituieren. Oh, sie wollen zu dem Punkt hier als nächstes gehen. Wie zuvorkommen. Wow. Setting course. Enemy sighted.
Da hinten wir haben wir dich ja schon, mein Freund. Shit, warum dreht ihr euch weg? Wo sind die unterwegs? Enemy sighted! Bocken dieses jetzt hier bei Asteroiden? Das wäre echt lustig. Hi, Admiral. Ship ready. Wahrscheinlich versuchen wir in den Punkt reinzukommen, kriegen sie aber nicht hin, weil sie versuchen, die Asteroiden zu vermeiden. Ja. Erstes Flaggschiff ist auf jeden Fall schon mal weg. Your orders? Your orders? Engaging engines! Ship ready! We serve! We wait your command. I, Admiral. Okay, Skonschiffer, verzieht euch direkt hier und geht einen Schleichpfad über. Course engaged. Nein, wir nutzen keine Bugs aus. Ich denke nicht, dass es ein Bug ist. Es bin mindestens geplant, dass... Wenn Chaos blöd genug ist, das zu tun, dann ist Chaos selbst schuld. Da drauf schießen. So. Abfangjägergeschwader, Bombergeschwader. Hi, Admiral. Den da Luft. Bomben. Ah, Bomben, okay. Ship ready. Oh. Man meutern jetzt schon. Okay, warte. Enemy sighted. Targeting enemy. Dann bomben wir den da. Okay. Ship ready. Pew, pew, pew. Eins Ball ist dafür Abfangjäger. Burn retros. Lock on target! Your orders? Hey, guck mal, Stasisbombe. Hey, guck mal. Disruptorbombe. Hast du noch Nova-Kanonen übrig? Nee. Okay, ich hab noch eine. Burn retros! Flieht, Geschwader, flieht meine Escortschiffe, die werden jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, die Escortschiffe werden gar nicht gebombt. Engaging target. Ich habe jetzt auch keine Nova-Kanone mehr. We serve. Your orders? Starhawks loaded and sent. Das ist ein Escortschiff, macht sie weg. We serve. Du bist ein bisschen zu sehr im Eimer, zieh dich zurück. Our navigator will guide us out. Lock on target. We wait your command. Disengaging. We wait your command. Sehr gut. Das sind echt viele Schiffe, die wir gerade aufbringen. Imperial Escort destroyed. Your orders? Die bringen echt nicht wenig Feuerkraft auf. Understood. Das sind sehr viele Schiffe und da ist der Rest. Das ruft der Bomber. Vor allem einmal Nova-Kanonen sind weg. Ja, meine auch. Wir müssen jetzt einfach eins nach dem anderen niederfokussen, gewissermaßen. Ja. So, ihr geht auf Schleichfahrt, verzieht euch. Du bist ein bisschen zu angreifbar da hinten. Disengage, disengage. Wer will fliehen? Feigling, hier geblieben. Jetzt explodiert der. Eines Kolben ist noch da.
Heading acknowledged. Starhawks loaded and sent. Ach, die Funk ist das drauf. Okay, gut, dann schießen wir das nieder. Changing course. Aye, Admiral. Ein Cobra Widowmaker kommt hinterher, wie schön. So, da hinten kann der Stasisbombe wieder hin. Sehr gut. Weitere Chaos-Schiffe betreten das Schlachtfeld. Noch mehr? Es sind drei Flotten, die unterwegs sind. Ihr werdet nicht durch diese verdammten Asteroiden gehen. In ihren Schleichfahrt über. Understood. We serve. Okay, sobald die Stasisbombe weg ist, Luv. Ja. Ich werde einen Abfangjägerschwader nach hier hinschicken, auf dieses Schiff. Und du kannst den komplett bomben. Auf welches? Warte, sobald deine Bomber wieder da sind. Dieses hier. Okay. We serve. Bist du bereit? Wann? Ja. Dann jetzt. Fury Interceptors in flight. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Engaging. Die dahinter wurde schon eine Stasisbombe reingemacht, sodass sie nicht helfen können. Your orders? Engaging target. For the Emperor. Wirklich, mein Abfangjäger, ich habe euch gesagt, ihr sollt das Schiff beschießen, damit die Bomber lebendig durchkommen. Was machen die Jäger? Also, wie viele Chaos-Schiffe kommen da noch? You have accumulated 50% of strategic points. So viele wie Chaos schon will. Aua. Okay, das erste ist weg. Coordinates acknowledged. So, das Nörgelschütter gefällt mir gar nicht. Abfangjägerschwader. Coordinates acknowledged. Underway. Alter, Fass und Fregatte da drauf schießen. Enttarnen. Stehen geblieben, mein Freund. Understood. Aber der Abaddon, der Spammer, schickt seine Flotten. Target locked in. Setting course. Du mich auch, mein Freund, ein. Engaging. Starhawks loaded and sent. Ein Nörgelschiff zu entern ist vielleicht nicht das Gesündeste, was man in seinem Leben machen kann. Ah, nee. Successful. Ah, es ist ja nicht, was würden wir erwarten, dass es wiederkommt. Das ist allerdings wahr. Assault crews report success. Enemy ship crippled by the lightning strike. Engaging target. Die, aber dann kommt diesmal mit sehr, oder die, das Chaos, die Chaosflotte kommt diesmal mit sehr vielen Trägerschiffen. Alter, da kommen immer noch mehr Schiffe. Wir werden bei Points gewinnen, wenn es weitergeht. Ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich der Fall ist. Aye, Admiral. For the Emperor. Ich habe noch ein einziges Bombergeschwader übrig. Der hört nicht auf, meine Bomber wegzuschießen. Wer ist Angreifer für Bomber? Du. Starhawks loaded and sent. Engaging engines. Woher erkennt man, dass Leute Angreifer für Bomber sind? Wenn sie wenig Türme, wenig Verteidigungstürme haben. Also diese zweite Zahl neben. Genau, neben den Personen. Also die graue Zahl. Je weniger die haben, desto Angreifer sind die für Bomber. Your orders? Okay. Course engaged. Heading acknowledged. Zum Beispiel, das Coach 4 hat 0 und ist dementsprechend sehr Angreifer für Bomber, aber. Das ist kein riesiges Problem. Entern. Okay, meine Bombergeschwader sind jetzt einfach alle verbraucht. Die haben es nicht geschafft. Die haben nichts geschafft. Du meinst, dich zurückziehen zu dürfen? Ich glaube nicht. Wo wir schon davon reden. Angriffsquote.
Basispumpen nach hier hin. Understood. Engaging engines. Coordinates acknowledged. Sehr gut. Ship ready. Setting course. Das müssen die letzten Schiffe wirklich sein, die in der Stasisbombe kleben. Hoffen wir doch mal. We serve. Fury Interceptors. Ich schicke Jagdgeschwader los, dafür sorgen, dass die Bomber eskortiert sein werden, wenn sie das Schiff angreifen. Also als Bomber losschicken? Erst wenn meine Jagdgeschwader das Schiff umzingeln. Okay. Underway. Jetzt? Ja. Starhawks loaded and sent. Denn die Jagdgeschwader beschäftigen die Verteidigungstürme, dass die Bomber ihre Arbeit machen können. Na also. Gut. Das waren viele. Das waren echt viele Schiffe, die diesmal mitgebracht hat. Ja. Vor allem gar nicht mal so wenig große Schiffe. Hm. Deswegen ja den ersten Punkt, der sofort genommen hat, der uns aber so viel Nova-Kanonen gefressen hat. Da vermisst man gerade die unendlichen Nova-Kanonen, die Mechanikos-Flotten haben können. Ja. Die habe ich von Anfang an vermisst. Außerdem hatten wir einen Fehler gemacht. Oh. Wir hätten, bevor wir die Nova-Kanonen geschossen hätten, hätte ich eine Disruptor-Bombe gegen die feindlichen Schilde draufhauen müssen. Ja, da hast du, glaube ich, auch recht. Da hätten wir nicht so viel Schaden auf deren Schilde verschwendet. Und schon das dritte Schiff komplett gelöscht. Aber egal, eine gelernte Lektion. Wir werden zwei Firestorm-Fregatten ersetzen müssen. Oh. Das andere Schiff, die Furious Retribution, hat überlebt. Genau, und alle anderen Schiffe haben auch überlebt. Sehr gut. Und jetzt kommt eine Ork-Invasion. Müsste jetzt die vorletzte sein, denn dann machen die Orks gar nichts mehr. Weil die ganzen Invasionen ja gestartet sind, bevor wir die Orks ausgeschaltet haben. Ja. Wir haben vergessen, Vorverteidigungsplattformen vorher aufzustellen. Shit. Egal, wir brauchen sie nicht. Wir haben Nova-Kanonen. Ja. Schlacht. Oh nein. Hey! Bro! Nein. Guess what? Unreal Engine Crash? Ja. Zumindest vor der Schlacht. Nicht in der ersten halben Stunde, aber in der ersten Stunde, immerhin. Zumindest vor der Schlacht. Ja. Yeah. Komme aus dem Ladebildschirm nicht in die Schlacht rein? Wenn dem so ist, dann müssen wir die ganze Chaos-Schlacht gleich nochmal machen. Hoffen wir mal nicht. Normalerweise legt das Spiel meinen automatischen Spiel schon vor der Schlacht an, aber das hat bisher auch noch nicht mehr jetzt wirklich funktioniert. Ja? Da hast du schon recht. Warten wir ein bisschen. Ich bin noch nicht gewillt, es aufzugeben. Wahrscheinlich allerdings müssen wir schon. Oh doch! Moment mal, was? Doch? Was? Der Ladebildschirm hat sich gerade geändert. Wie? Das ist ein anderer Ladebildschirm als vorher. Oh. Zum Fick. Was ist jetzt schon da passiert? Luft hat eben nicht die Erstgeborene an Sinch geopfert. Aber Maschinengeist. Oh doch, es funktioniert. Ich komme auch in die Schlacht rein. Oh. Mutmaßlicher Tornado in Lipsstadt. Schwere Schäden. Ein mutmaßlicher Tornado. Huch. So. Okay, es sind Points. Es gibt keine Station, kein gar nichts. Es gibt hier einen Nebel, in dem ich verkriechen kann. Das heißt, wenn die Orks hier reingehen, werden sie sterben. Okay, dann machen wir das so. Fuck! Hm? Ich will schon laden. Fuck.
Ja, ich hatte vergessen. Videos wieder von ich hatte vergessen, die Schiffe, die Schiffsauswahl zu durchzuführen. Oh, verdammt. Wisst ihr was? Wir arbeiten mit den Schiffen, die wir hier haben. Alter, die ganzen Videos, die gerade gepostet werden. Oh Gott. Flotte 1. Ne, warte, das ist Flotte 3. 1, 2. Ehrlich gesagt, mit der Flotte kann ich nicht, will ich nicht wirklich arbeiten müssen, aber gut. Tun, was wir müssen. Aufschalten. Ihr wisst was? So, macht das so. Ihr seid Gruppe 2. 1, 2, 3. Heiliger. 4. Aufschalten. Gleichfahrt 5. Oh, jetzt muss ich mit sowas arbeiten hier. Na gut, das wird machbar sein. Das wird alles funktionieren. Sind alle verteilt? Ja. Aber nein, Gruppe 3 ist noch nicht auf dem Nachladen. We wait your command. Nein. 1, 2, 3, 4. Machine Spirit appeased. Okay, die Orks kommen über uns hereingebrochen, das wird schon klar gehen. Wir haben jetzt nur 3 Nova-Kanonen dabei. Das ist nicht so viel, wie ich liebend gerne hätte in der Situation. Und 2 leichte Kreuzer, die vergleichsweise nutzlos sein werden in der Situation. Aber mal schauen. Ship ready. Course engaged.